Was geht YouTube und herzlich willkommen hier zu einem weiteren GTA 5 Online Live Video, ja, und ihr wisst schon, der Scheiße-Baumarcel-Modus ist wieder enabled. Und falls jetzt einige Sherlocks unter euch gemerkt haben, ich habe hier die rote Jacke wieder an und da schreibt ihr wieder, Marcel, du kannst dich gar nicht umziehen, bei FIFA wurde übrigens alles am Stück aufgenommen, das Pack-Opening. Also wundert euch nicht, ja, nicht, dass ihr denkt, ich bin jetzt so der ungepflegte Typ, nein, aber ich habe die Jacke einfach immer gerne zu Hause an. Aber mal ganz davon abgesehen, würde ich sagen, gehen wir jetzt ein bisschen online spielen und zwar, ihr seht schon, ihr seht nichts, genau. Ich bin nämlich unsichtbar wegen irgendeinem scheiß Bug und da habe ich mir so gedacht, was kann ein Geist so in Los Santos für Scheiße bauen? Erstmal wird der Geist ein Auto klauen. Hier, passt euch auf, hier. Gib mir doch ein Auto. So. Das ist irgendein Bug, ihr seht auch schon. They see me rolling, they hating. Ups. Ich bin einfach ein Geist und ich muss überlegen, was man so als Geist alles machen kann. Als unsichtbarer Typ, mich kann ja die Polizei eigentlich auch nicht verfolgen, weil ich bin ja unsichtbar. Und deswegen kann ich mir eigentlich alles erlauben. Guck mal, ich springe jetzt aus dem Auto. Aber man sieht gar nichts. Okay, das sind keine Blutspur, sieht man. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Auf jeden Fall habe ich mir so gedacht, diesen kleinen Bug. Oh, hier, da schöne Stadt. Aber so sieht es natürlich mal cool aus, ohne Charakter in der Mitte. Ja, so einfach mal so diesen kleinen Bug ausnutzen, während ich so online jetzt drauf warte, dass das richtig funktioniert, weil der Online-Modus bei mir noch übelst verbuggt und der Host hat die Sitzung verlassen. Daran lag es vermutlich, oder? Oh, jetzt wollte ich unsichtbar noch jemanden verprügeln. Jetzt ging das gar nicht mehr. Was ist das für ein Müll? Wo wir jetzt hinkommen. Sonst mache ich was anderes. Ich habe noch eine andere Idee. Dann ist die Geisterfahrt vorbei. Oh, Michael ist immer besoffen, wenn ich zu dem wechsle. Das gibt's doch nicht. Ja, dann machen wir offline was. Gucken wir, was wir machen können. Was könnte man denn mal machen? Es gibt eigentlich viele Sachen, die man mal machen sollte. Also Scheiße bauen ist es ja sowieso bei mir immer. Ich habe eine Idee, ich fahre jetzt irgendwo hin, ich fahre erstmal in den Waffenladen und dann hole ich mir erstmal schön eine Waffe und dann machen wir erstmal eine schöne Schlacht gegen die Bullen und gucken, ob wir, wie lange wir überleben können, ob ich den Nuklear schaffe. Genau, wir gehen auf Nuklear, das ist das Beste, ich zähle dann die Kills. Okay, so, Downtown Cap, Michael ist zwar noch besoffen, aber ich hoffe, das geht jetzt mal schnell hier. They see me rolling, they hating. So, finde ich auch wieder gut, dass ihr auch die FIFA-Videos gut findet im Moment. Macht ihr übelst Bock, Scorpion Plays, weil ja die Mischung einfach FIFA, GTA und dann vielleicht auch demnächst noch was anderes. Wenn ihr irgendwelche coolen Spielideen habt, dann in die Kommentare damit. Das ist nämlich nicht schlecht, das mal zu erfahren, was ihr euch da so wünscht. Allerdings werde ich wahrscheinlich auch ein Final Fantasy X Remake Let's Play machen. Auch wenn es nur 10 Leute sich angucken würden, das wäre mir egal, weil einfach Final Fantasy X war einfach auch mein absolutes Lieblingsspiel. Und es wird ein Remake kommen in guter Qualität und ich denke mal, das könnte schon Bock machen. Also falls ihr da auch Lust drauf habt, wäre es cool, wenn ihr mir das mal schreibt. So, wir gehen in den Waffenladen. Ammunition, so, schnell hin. Gucken wir mal, ob wir da die ein oder andere nette Waffe haben. Ich habe ja schon meine Lieblingswaffe. Ich glaube, ich muss nur noch eine kugelsichere Weste mir holen. Weil als Waffe zeige ich euch gleich mal, was ich da habe. Ist auf jeden Fall chill. Ich habe die Hauptstory im Übrigen immer noch nicht durch. Wenn ich, da muss ich ganz ehrlich sagen, habe dann noch nicht so mich mit, ja, mit beschafft, weil ich einfach im Moment wirklich viel FIFA spiele. Okay. So, direkt mal hinter den Tresen. Ihr wisst, wie es läuft. Okay. So, kann ich die Gatling schon kaufen? Nein, oder? Ich kann die schon... Minigun... Jawohl! So, jetzt erstmal richtig Munition. So, ich denke mal 5000 Schuss sollten reichen. Ach komm, machen wir mal 6000. Okay, sehr geil, sehr geil. Okay, kann ich hier auch mit dem... Oh, da ist sie schon, ja! So, jetzt werden die Bullen, aber jetzt geht's erstmal richtig gegen die Bullen, Alter. Hier, warte. Okay, schwerste Panzerweste, perfekt. Und jetzt suchen wir uns natürlich einen Platz, bei dem man gut gegen die Polizei kämpfen kann. Und hier ist mir ein bisschen zu ländlich, deswegen rufen wir jetzt noch einmal kurz... Oh, Tracy, du Nutte. Tracy ist aber schon eine ziemlich geile Ho, oder? Also die im Singleplayer sah die schon ganz gut aus. Habe ich mich schon verliebt, aber natürlich ist die geilste... Warte mal, ob ich mal hin will. Weiß ich jetzt nicht. Die Kate Upton. Die könnte mal die mit dem iFruit-Handy auf dem Cover von GTA ist. Die heißt Kate Upton. Die gibt es in echt auch und die ist... Ne, die ist... Also die würde ich euch auf jeden Fall sozusagen gönnen. So, ey, Taxifahrer, komm her, du Hurensohn. Ey. Amanasikin, Alter, was ist das? Arm in der Köln. Was? Überall Taxis? Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sage. Ich habe das gelernt von hier Snacks und Cheedogs. Schöne Grüße an die beiden. Von denen habe ich so ein paar türkische Ausdrücke gelernt. Taxi? Kommst du bitte? Aha.
Ey, Taxi. Okay, Leute, wir machen einen kurzen Schnitt und dann bin ich gleich wieder da. Hey, my man, where you going? So, ja, wir sitzen jetzt im Taxi und ich habe jetzt meinen Wegpunkt hier mitten in der Stadt gesetzt. Ich hatte jetzt einen kurzen technischen Fail dazwischen. Ich habe jetzt also ein paar Schüsse schon aus meiner Gatling-Gun abgegeben. Aus meiner Minigun, weil ich kurz was schon versucht hatte. Aber das Ding, das macht nichts. Tut mir natürlich leid für diese kurze Unterbrechung. Ja, für euch ist es ja keine Sekunde gewesen. Für mich waren es jetzt, glaube ich, 3 Minuten. Okay, und ich hoffe, dass wir jetzt ein paar Aufwärtsein-Nuklear schaffen. Ich habe mich jetzt einfach hier in die Stadt gewälzt. Und jetzt ist die Sache ja, ich werde von Matrazos, Martin Matrazos Leuten immer noch verfolgt, also werden die mich gleich attackieren. Muss mir also schon mal eine gute Position suchen, weil gleich wird mein Handy klingeln, dann wird der Knecht mich gleich anrufen. Da hinten sehe ich schon auf der Karte. Und da würde ich sagen, gehen wir jetzt auf Nuklear. Gucken wir mal, ob wir das hinbekommen. Da hinten kommen die nämlich jetzt schon. Na, wo seid ihr? Ihr Pisser, da. Okay, komm her. Na, komm her. Okay, das müsste der erste Quad-Kill gewesen sein. Und dann weiter dahin schießen. Einfach schießen. Bam, 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 bam. Ach, schießen die aus. Fuck. Ja, komm, explodier, Auto, explodier. Perfekt. Okay, gut. Denke, wir müssen jetzt so auf einer Gnadenlos-Streak sein. Ja, jetzt auf jeden Fall. Jetzt haben wir auch schon 3 Polizeisterne. Das heißt, ich muss mir ein bisschen einen Unterschlupf suchen. Ich denke mal, von hier kann man ganz gut. Warte mal, können die von da überhaupt kommen? Na, ich glaube nicht. Dann kann ich einfach mich schön. Okay, man kann sich damit auch nirgendwo hinterstellen. So, okay, die Bullen sind auch dabei. So, da schieße ich erstmal direkt auf die Bullen. Und auf die hier auch. Hab 4 Sterne. Okay. Aber ich mach's jetzt. Ich hab mal Bock, das so zu machen. So, ohne irgendwie Panzer oder so. Einfach nur so ein bisschen so. Ich glaube, ich müsste jetzt auf skrupellos sein. Ja, locker. Okay, der Heli kommt natürlich jetzt. Wird beschossen. Also aufpassen. Ja, von überall werde ich jetzt natürlich beschossen. Also ich muss hier ein bisschen vorsichtiger hingehen. Den habe ich. Den muss ich auch bekommen. Man hat kein Auto-Aim mit der Gatling. Muss ich mich entschuldigen für mein etwas schlechteres Aiming. So, das Auto muss einfach schnell explodieren. Schnell. Explodieren. Explodieren, komm. Explodier doch endlich, Mann. Geht doch, Alter. Okay, ich glaube, ich habe unnachgiebig. Oder ist vielleicht schon brutal. Hier kann man schön, jawohl. Brutal, denke ich mal. Komm schon. Jawohl. So, gehen wir auf den Heli. Nein, lieber nicht, lieber nicht, lieber nicht. Ist zu gefährlich. Es sind 2 Helis oben. Also, erstmal jetzt ein bisschen aufpassen, weil die Gatling ist natürlich ziemlich schwer. Darf jetzt nicht direkt einer neben mir stehen, gleich von hier. Das wäre nicht so gut. Also, headglitch ich mal ein bisschen. Ich will die Nuklear. Ich bin, glaube ich, 2 von Nuklear oder so. Boah, die schlucken ja heftig, Alter. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Ich will die Nuklear. Ich will die Nuklear. Lauf. Okay. Okay. Ja, müsste nuklear sein. Müsste nuklear sein. 5 Sterne und nuklear. Gehen wir noch auf Gunstreak. 31er Gunstreak. Falls ihr euch fragt, was ich hier laber, dann müsst ihr meinen COD-Channel kennen. Falls ihr ihn nicht kennt, Link ist in der Beschreibung. Ich mache auch COD-Videos und ich denke mal, nuklear ist jetzt drin, ja. Leider sterbe ich auch direkt nach der Nuklear-Streak. Ich hoffe, das kleine GTA-Scheißbauen-Video hat euch gefallen mit der Minigun. Einfach so ein bisschen Action. Ja, falls ich mit einem Panzer oder sowas machen soll, schreibt es in die Kommentare. Da würde ich sagen, ich verabschiede mich. Bewerten bitte nicht vergessen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.